zusammen. Hallo. Wir machen noch einen kurzen Abstecher hier zu den Bauhunters bei Heppenheim und werde das ein oder andere noch ein bisschen mit dokumentieren, aber ist nicht allzu ausführlich. Viel Spaß! Ja. Hinten in den Arsch. Arsch. Ist aber auch süß hier. Total. Ey, die Fledermaus kriegt ja Blutsturz. Ein Schießplatz. Und rechts die. Super. Ganz viel Schweinle. Tomatrose, Pull. Ja, nee, ich schieße von hier. Du musst da oben auf das Ding drauf. Ah, okay. Aber ich muss ein bisschen ziehen. Jetzt bin ich oben. Sehr schön. Triff schon. Ja. Okay. Strafe. Ja, der ist wieder für dich. Der kam noch davon. Und die Eule. Gut gemacht. Echt gut gemacht. Endlich voll in den Hals. Ja, es ist neu. Das Füchsle. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß nicht. Bitzele hoch. Ja. Super. Wow, super. Ist heute die Beste da? Ja, passt. Passt? Oh ja, aber mein. Ordentliche Entfernung trotzdem. Oh, hier sind wir so westlich, schnell weg hier. Oh, okay. Also wirklich ein netter, gemütlicher Parcours auf recht kleinem Gelände, aber toller Charakter. Sehr schön gestellte Ziele. Ui, was? Abgeprallt. Ja, da saß er was. Oh, das war mal eine ordentliche Backstop-Bumse. Ja. Jetzt. Und noch das Vielfraß. Souverän, gell? Ja. Uiuiui. Ja, beide ins Innekill. Heieiei, das. So hätte man gestern schießen müssen. Oh, schau mal, ganz toll von dir. Leckt. Oh, blöd, dass wir unsere Birken nicht mitgenommen haben. Was da weitergeht. Ja. Ich hol sie. Es scheint ein alter Steinbruch zu sein. Machen. Oh, cool. Drei, vier Bären. Ui,
Machen wir mit Ansage. Fünf, jetzt sind wir auch schon stehen, der große hellbraune. Also versuch's zumindest. Oh, Jesus Gott. Links. Da hätte ich nicht einmal LKW getroffen, wenn er gewerkstanden wäre. Drüber? Warte, drüber? Ja. Da war aber auch Glück dabei. Steigt recht steil an hier. Findet man die Pfeile gut. Oh, doch nicht getroffen. So, den hinteren Bärer habe ich leider nicht getroffen. Auch nicht ohne. Sind, schätze, 50 Meter von hier. Boah, super. Super, mega schön, aber es ist total schwül. Ich kann ja den Legolas machen. Was machst du zuerst? Der Wolf. Sehr schön. Sehr schön. Ganz dahinter sind Flöcke. Ganz dahinter sind Rehe. Thomas, das wäre was für dich. Aber wir schießen von der normalen Abschussposition. Gell? Jawohl. Hasehirn und Martina. Super. Jetzt. Uiui. Mitte ins Kiel. Super. Super, Ren. Super. Super. Ey, jo, souverän, oder? Ja. Souverän. Souverän. Also hier kreuzen sich die Wege so ständig. Finde ich echt kuschelig gemacht. Das sehen wir ja alles. Zweimal in der Hals. Treffer. Bist du links oder rechts am Baum durch das Oval? Ich bin ja von Orange. Ich war Orange und bin ich bei den zwei Äußeren. Geil. Ja, auf der Sack. Nicht wirklich. Heute ein Schwänzle, aber schön gemacht. Ja. Da, mit der Eier. Der Warani. Und da entsteht dann das Oval. Da vorne. Super. Sehr gut. Sehr gut. Oh, der ist ab. So. Eine Erdmännle hat meine Serie versaut, aber die ich habe, die ich auch, Fuß, Arsch und der Dachs ins Kiel. Gut, gell? Sehr gut.
Sehr schön. Bis links neben dran? Ist nix. Es wird gewackelt. Perfekt. Kurz. Zu kurz? Zu kurz, vorne. Ehrlich? Ja. Ich hab gedacht, da ging drüber. Nein. Auch zu kurz? Ich hab aber noch an den Fuß geklappt. Ja. Nee, sorry, das trifft nicht. Gehen wir mal auf links. Das gibt's ja nicht. Ja. Leck, muss da hoch anhalten. Irgendwas hat gepflöppelt. Nee, unten drunter. Okay. Jawohl. Coole Szenerie. Aber es ist, geht verdammt steil hoch hier. Ganz da unten ist der rote Pflug. Also sind locker. Also schwer zum Schätzen, aber 10, 12 Meter Höhenunterschied dürfte es sein. Idyllisch, oder? Voll schön. Jetzt sind wir oberhalb von dem Steinbruch, da unten das Blaue. Ist dann Anmeldung und Vereinsgebäude. Ganz hinten sieht man der Parkplatz. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Quick and dirty. Quick and dirty. Und die Eule? Welche Eule? Das ist nicht die Eule dahinter. Ah, an dem Baumstamm, die habe ich jetzt ignoriert. Das ist es noch. Sehr schön. Ich will ja nichts sagen. Ich will ja wirklich jetzt nicht irgendwie Angeber oder so. Aber das wollte ich auch. Was hast du gedacht? Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Ja, es ist schon klein, aber oho. Und das kleine, der kleine Dachs da unten. Okay. Denk dich mal, ne? Ja, ich sehe sonst nichts. Oi! Wo ist er? Und wohin? Hinter dran. Also liegt dort, aber ist abgeprallt. Yes. Robinchenhut auf der Dachs. Das sieht man eh nicht so richtig. Und da noch schnell abgeprallt. Da geht es, glaube ich, weiter. Ja. Obacht. Beide im Nebelkill. Boah. Man hat halt von Rot noch diesen Querarsch da vorne im Weg. Und dann wird es echt zäh. Super, souverän, gell? Ja. Hey, jetzt lass aber laufen. Hä? Willst du die hinter den Baum machen? Passt. Wenn man bei Rot hat man den Ast im Weg, da muss man echt tierisch aufpassen. Nicht so ohne. Sehr schön. So hätte ich gestern schießen müssen. Verdammt, so hätte ich gestern schießen müssen. Kevin, dann hätte ich dich vielleicht noch ein bisschen überholt.
Jetzt da. Das Reh? Mhm. Oh, schade, gleich ein bisschen drüber. Hier sind vom Allerfeinsten. Zwischen den Bäumen durch dort? Oben den, ja. Okay. Unten, der ist für dich. Super. Obwohl, das reizt mich ja schon. Ja, ja, dann probier's doch. Dadurch sind wir da. Wird der Thomas jubelnd auf dem Sofa sitzen. Ja, gut, jetzt vielleicht nicht. Du, der war aber noch besser. Der war zwischen den Bäumen durch und dann noch zwischen Baum und hier durch. Sehr schön. Muss immer. Das Koko ist doch auch von hier, oder? Ja, kam auch von hier, ja. Ich hab's jetzt halt mal gut gesehen von da. Oh, Schisch von hier. Ja, geht doch. Oh, super. Super. Okay. So, das ist also, ja, alter Steinbruch vermutlich. Da geht man wieder zum Pfeile holen. Hier ist bei dem letzten Ziel. Wenn man es eher erst ein bisschen ausklappbüstern müssen. Hier ist noch ein Grillplatz. Ist echt schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Kann man da wohl. Hier sieht man jetzt nochmal Krokodil. Von da oben haben wir geschossen irgendwo im Wald. Und hier holen wir jetzt die Pfeile. Ist das nicht idyllisch? Ich gucke, dass ich nicht in den Tümpel reinfall. Da oben ist das Tienchen. Ja, ist das neu, guck mal. Oh, hier ist jetzt Andy im Maul. Da haben wir so ein Wiesel oder irgendwas in der Richtung. Und das Biberle. Total schön, habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Richtig toll. So, wir sind fertig hier auf dem Parcours von der Bohanda. Ich verlinke es euch unter rein, ich weiß es nicht mehr. Also Nähe von Heberheim, Nähe der A5. Also ich muss sagen, top, gefällt mir gut. Sehr schön. Per Wunderbar. Zufall entdeckt und kann ich jedem empfehlen, sehr günstig, abwechslungsreich, stellenweise auch recht interessante Schüsse, anspruchsvoll. Wenn es ein bisschen feucht ist, könnte ich es mir hier sehr, sehr rutschig vorstellen, ähnlich wie Parcours Diana, den habt ihr ja gesehen. Aber hier sagenhaft schön gemacht in dem Wald, ein Rundkurs oder mehrere Achte, die man eigentlich läuft, ja, so glaube ich. Ja, ist echt total schön. Mal schöner Ausblick. Und toller Ausblick, echt richtig Hälfte, toll. Hälfte Wald und die andere Hälfte frei.
frei. Aber echt schön. Nee, sehr schön. Also. Super. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.